So, der folgende Satz. Die Klasse der von PDAs akzeptierten Sprache ist gerade L2. Ich hatte Ihnen mal irgendwann diese Chomsky-Hierarchie aufgeschrieben. Sie erinnern sich dunkel, da hatten wir die Sprachklasse L3. Das waren die endlichen Automaten in ihren unterschiedlichen Varianten. Das waren die rechtslinearen Grammatiken. Wir hatten die Sprachklasse L2 und wir hatten auch gesehen, dass die echt enthalten ist. Also das L3 ist echt enthalten in L2. So, dann hatten wir hier, L2 war die Klasse der kontextfreien Grammatiken oder der Sprachen, die von kontextfreien Grammatiken erzeugt werden. So, und was wir jetzt zeigen, dass die zusammenfällt mit der Sprachklasse von Push-Down-Automaten akzeptiert werden. Es geht dann ja noch weiter mit L1. Und auch da können Sie sich vorstellen, auch da gibt es jeweils ein Grammatikkonzept und ein Automatenkonzept. Das lasse ich aber jetzt nochmal offen. So, das haben wir alles gezeigt und jetzt zeigen wir im Prinzip das hier, ja, dass PDA zusammenfällt, oder ist das gerade die Sprachen der Klasse L2 akzeptiert. So, was muss man da machen? Der Beweis, das ist auch wieder so eine Tüftelei und Bastelei. Mal gucken, wie ausführlich ich das jetzt mache. So, Beweis. Wir haben zwei Dinge zu zeigen. Das erste, was wir zeigen, dass zu jeder kontextfreien Grammatik G gibt es einen Push-Down-Automaten M mit L von G, also die Sprache, die von der Grammatik erzeugt wird, wird akzeptiert durch die Sprache, die von dem Push-Down-Automaten akzeptiert wird. Das zweite, was wir zeigen, dass zu jedem PDA M gibt es CFG G mit genau der gleichen Aussage, L von M ist gleich L von G. So, was man da tun muss, hier habe ich die Regeln der Grammatik gegeben, ja, in dem ersten Schritt. Und ich muss daraus irgendwie den Automaten konstruieren. Ja, also ich muss irgendwie, wenn ich so eine Ableitung in so einer Grammatik mache, daraus muss ich mir irgendwie einen Automaten konstruieren. Und umgekehrt hier muss ich, wenn ich die Übergangsrelation meines Automaten habe, muss ich halt eine entsprechende Grammatik konstruieren. Ja, und das will ich mal irgendwie versuchen, so ein bisschen anzudeuten. Und was wir hier machen, wir gehen jetzt aus von der Grammatik und dann nutzen wir eine der Normalformen aus, die wir eingeführt hatten. Also es sei jetzt G eine kontextfreie Grammatik. Und zwar nehmen wir jetzt die Greibach-Normalform. Greibach-Normalform war, alle Regeln haben die Form A, groß A, also links eine Variable und rechts ein terminales Zeichen und dann beliebig viele Variablen oder nicht terminale Zeichen. Ja, aber in jedem Schritt wird quasi ein terminales Zeichen geschrieben. Das war die Greibach-Normalform. So, was wollen wir jetzt tun? Wir konstruieren jetzt einen PDA, der eine Linksableitung vollzieht. Wenn wir im Prinzip so eine Regel haben, A geht über nach klein a Alpha, ja, das ist ein Zeichen hier, das ist aus T, das ist aus V Stern. Ja. Was der Automat macht, er liest sozusagen dieses Zeichen auf der Eingabe, ja, und die Variablen, die hier stehen, die schreibt er quasi alle auf den Stack drauf. Ja. Und Linksableitung heißt, ja, er schreibt das sozusagen von links nach rechts auf den Stack. Das heißt, das ganz links stehende Symbol, das steht ganz oben auf dem Stack. Das ganz rechts stehende steht unten auf dem Stack. Und das ist sozusagen dann, dass er dann versucht, eine Linksableitung zu simulieren. Und das ist eigentlich die Idee. So, und formal kann man das wie folgt konstruieren. PDA M. Ja, der besteht jetzt hier aus K, Sigma, Gamma. Wir kommen mit einem Zustand aus. S0, unser Sigma, das ist gerade die Menge der terminalen Zeichen unserer Grammatik. Auf dem Stapel speichern wir die Variablen der Grammatik. Und das ist Stack-Symbol, das ist unsere Startvariable. Wir akzeptieren über leeren Keller, das heißt, finalen Zustand benötigen wir nicht. So, und spannend ist jetzt, wie wir dieses Ding hier definieren. Vom Zustand S0, unserem einzigen Zustand, wir lesen ein A von der Eingabe, wir lesen ein A vom Stack. Wir bleiben im Zustand S0, schreiben Alpha auf den Stack. Das habe ich, glaube ich, immer so geschrieben. Und zwar für alle Regeln, A geht über nach klein a Alpha. Das ist sozusagen, sind unsere Übergänge. So, mit dieser Konstruktion lässt sich zeigen, wenn es in der Grammatik eine Linksableitung gibt, in G gibt es eine Linksableitung, S geht über nach X, Alpha, und zwar in der Grammatik G. Mit X ist ein Wort bestehend nur aus terminalen Zeichen
Und Alpha ist ein Wort nur bestehend aus Variablen. Ja, das ist genau dann der Fall. Dass M übergeht, also die Maschine, dass sie eine Rechnung durchführt von S0, X. S, ja, also X ist dieses X hier, das, was wir hier generieren, wird hier sozusagen verarbeitet, ja, und erreichen dann die Konfiguration S0. Die Eingabe ist komplett verarbeitet, ja, und das, was wir hier sozusagen auf der rechten Seite stehen haben, das sind ja alles nur noch die Variablen, die stehen halt jetzt auf dem Stack. Ja. So, das kann man zeigen per Induktion, das tun wir aber jetzt nicht. Auch da ist die Idee also im Prinzip gar nicht so schwierig. Ich simuliere eine Linksableitung und hier nutzt es uns jetzt, dass wir gerade diese Greibach-Normalform haben. Ja, mit einer anderen Grammatikdarstellung könnten wir das nicht so schön machen. Und hier nutzen wir gerade aus, dass wir in jedem Schritt genau ein Zeichen verarbeiten im Rahmen der Grammatik. Und das machen wir bei dem Automaten ja auch. Ja, und diese ganzen Variablen, die dann da hinten dran hängen, die schreiben wir einfach mal auf den Stack drauf. Da machen wir vielleicht mal ein kurzes Beispiel zu. Und zwar gucken wir uns mal die Sprache an. Die Sprache aller W, WR. R heißt das Reverse des Wortes. Von der hatten wir, glaube ich, gezeigt, oder vielleicht war es sogar auf dem aktuellen Übungsblatt, was wir bekommen haben. Sei mal nicht leer. Also die Sprache der Palindrome, die von vorne genauso aussehen wie von hinten gelesen, wird erzeugt von der folgenden Grammatik. S geht über nach A, S, A, B, S, B, A, A, B, B und A geht über nach klein A und B geht über nach klein B. Ich war gerade ein bisschen irritiert, weil die Sprache kann man auch einfacher erzeugen. Das ist eine Grammatik, die hat die Greibach-Normalform. Ja? Also, das ist eine Grammatik in Greibach-Normalform. So, und wenn ich jetzt diese Konstruktion, die wir da gerade gemacht haben, darauf anwenden, ja, wir würden jetzt die erste Regel hier überführen. Mal irgendwie durchnummerieren. Das ist Regel 1, das ist Regel 2, das ist Regel 3, Regel 4, Regel 5 und Regel 6. Die erste Regel würden wir überführen wie folgt. S0, ich lese das A hier und ein großes S und das wird zu S0 groß SA. Ja, da wird sozusagen die rechte Seite hier, das Groß SA, wird auf den Stack geschrieben. Regel 2 würde dann werden zu S0, B Groß S und das würde werden zu S0 Groß SB. Das wäre die Nummer 2. Die Nummer 3, die machen wir mal hier hin. Und hier kommt die Nummer 4 hin. S geht über nach Klein A Groß A, das würde werden zu S0 Klein A S. Und daraus würde S0a, ja, das ist diese Regel hier, und S0bs würde werden zu S0b. Und dann haben wir noch 5 und 6. S0a, groß A, das wird zu S0epsilon und S0b. Ja, das ist im Prinzip genau die Konstruktion, die wir hier oben gemacht haben. Ja, wir simulieren im Prinzip so eine Linksableitung und geben da entsprechend die Übergangsrelationen für an. Für die andere Richtung müssen wir zeigen, ja, das ist eine etwas hässliche Konstruktion. Idee dabei, das mache ich jetzt mal formal nicht, das ist ein bisschen länglich. Idee, also das, beim zweiten Schritt, da müssen wir ja zeigen, wenn wir die Sprache über ein PDA akzeptieren, dass wir dann auch eine Grammatik konstruieren können, die die Sprache entsprechend erzeugt. So, wir gehen mal davon aus, dass der PDA über den leeren Keller akzeptiert. So, Konstruktion. So, die Variablen der Grammatik, das sind jetzt quasi Übergänge des Automaten. Und zwar sehen die wie folgt aus. Q
P. Und die Bedeutung ist, also das sind so drei Tupel, die Variablen der Grammatik, bestehend aus Q, groß A, P, also zwei Zustände und ein Kellersymbol. Und die Bedeutung ist, M kann vom Zustand Q in Zustand P übergehen. Nee, das ist mir jetzt zu technisch an dieser Stelle. Sie warten schon aufs Mittagessen. Also das haut auch hin, ist ein bisschen länglich, ist auch sehr technisch. Gehen wir mal davon aus, das funktioniert. Wichtig ist das Ergebnis hier. Ich fasse das nochmal ganz kurz hier zusammen in dieser Chomsky-Hierarchie. Das heißt, was wir jetzt gezeigt haben, wir haben gesehen L3, da haben wir ein Automatenkonstrukt für, wir haben ein Grammatikkonstrukt dafür. Für L2 haben wir jetzt das Gleiche erreicht. Wir haben ein Automatenkonstrukt, wir haben ein Grammatikkonstrukt. Das werden wir auch noch zeigen, dass es auch Automaten und Grammatiken für die anderen beiden Sprachklassen gibt.